dieser Tonis hier die Paarung, denkt sie scheiße, Mann. Und ich hingegen denke, keine Ahnung, fang ich jetzt bei den Haaren oder dem Namen an? Okay, der Kerl hat zumindest normale Ohren, aber dann diese Betonung. Ey, scheiße, wo fang ich da jetzt an? Scheiße. Falls die Juroren noch Hilfe bei seinem Missbrauch. Der Typ übersetzt ganze Halbsätze mit Zischlauten. Kleines Feedback, aber so, dass er es verstehen kann. Ey, es ist das Schlimmste, das ich je gesehen habe. Und wen genau parodierst du mit sowas eigentlich? Da war schon Kid Cobra, ich weiß es nicht. Nein, ich hoffe es. Um Himmels Willen, was sind das für Anglizismen? Was du stellenweise aussprichst, das sind nicht mal mehr Begriffe. Tut mir leid, das hört sich nicht halt an. Kein Plan, warum du das dauernd sagst, ich bin nicht dein Mann. Mein neuer Name sorgt für Überraschung, was ist denn mit dir? Du hieß mal irgendwann Mephisto, aber kein interessiert. Hey Tony, toller Name, sag mal, ist der neu? Hätte ich gesagt, würde ich wissen, wer du bist. Dabei weiß ich ja noch nicht mal, wer du warst. Und ich bin damit nicht allein, denn ein ganzes VBT fragt sich, wer bist du, 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 du. Noch die Frisur, der will unbedingt verlieren. Toni, du bist all das, was bei dir Ergun parodiert. Wenn du jetzt noch eine Trainingsjacke anhättest oder dir auf deine Füße spuckst beim Ansprechen. Ey, check das, ja das stimmt, das mit der Aussprache ist saudumm. Doch du kriegst diesen Ton nicht raus, so als wärst du taubstumm. Okay, pass auf, ey, ich verstehe fast kein Wort, Toni. Ey, doch halb so wild, weil du weißt ja, all for one, homie. In seiner Quali bleibt kein einziger verschont. Wenn man ihm glauben darf, sei jeder, der das Mic berühre, tot. Du hast mir Angst gemacht, das ist ein Wunder. Ich hab es angefasst, ich bin unverwundbar. Kleiner Spaß, war gar nicht angestecktes Teil. Entweder Lars oder der Tondichter, der labert große Scheiße, yo. Du bist in den Heads als so ein richtiger MC. Doch eure sogenannte Eins hab ich mit 17 schon besiegt. Hey Tony, toller Name, sag mal, ist der neu? Hätte ich gesagt, würde ich wissen, wer du bist. Dabei weiß ich ja noch nicht mal, wer du warst. Und ich bin damit nicht allein, denn ein ganzes VBT fragt sich, wer bist du, 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 du. Okay, wir spielen jetzt ein Spiel. Von wem stammen diese Zeilen? Von Savage oder von ihm oder vielleicht sogar von beiden? Okay, die Regeln sind klar, dann haltet euch mal bereit. Ey, ich zerficke deinen Freundeskreis, behinderter Toys am Mike. Ja, die war gemein, aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber Punkt an den, der erkennt, dass die Zeile scheiße ist. Scheiße. Ey, pass mal auf, du hast ein ernstes Problem, denn das hier ist genau der Sound, zu dem man Bären erlegt, Partner. Okay. Die Antwort lautet ganz egal, wer das geschrieben hat. Denn wer so etwas schreibt, das hört man gleich, der ist ein Riesenspaß. Ich bin kein Jäger, aber eins ist mir bewusst, denn mit so einem Sound, da jagt man nicht mal einen. Hey Tony, toller Name, sag mal, ist der neu? Hätte ich gesagt, würde ich wissen, wer du bist. Dabei weiß ich ja noch nicht mal, wer du warst. Und ich bin damit nicht allein, denn ein ganzes VBT fragt sich, wer bist du, 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 du.